Seit 100 Tagen ist die Corona-Warn-App für die Bevölkerung verfügbar. Und wir sind am Beginn von Herbst und Winter diesen Jahres, wo ja unsere allgemeine Erwartung ist, dass es noch einmal herausfordernder wird, die Corona-Fallzahlen niedrig zu halten. Und insofern kommt auch in der kommenden Zeit unserer Corona-Warn-App eine große Bedeutung zu. Insofern will ich sagen, damit wir im Herbst gut durch die Pandemie kommen, ist es erforderlich, Abstand zu halten, Hygieneregeln zu befolgen, Alltagsmasken zu tragen, wo das geboten ist, die Corona-Warn-App zu benutzen und zu lüften. Die Zahlen, die wir, ein Thema, was sehr viele, nachdem wir die Corona-Warn-App gestartet haben, diskutiert haben, ist der Umstand, dass wir ein außergewöhnliches hohes Datenschutzniveau hier angelegt haben, was dazu führt, dass wir selber nur begrenzte Zahlen haben über die Nutzerintensität und über die Frage, welcher Nutzer meldet. Aber das ist, glaube ich, im Zeitalter der Digitalisierung und einem hohen Datenschutzniveau etwas, an das wir uns gewöhnen müssen. Das ist keine Schwäche dieser App, sondern es ist ihre ausdrückliche Stärke. Eine weitere Stärke dieser App ist die Tatsache, dass wir sie mit einer Laboranbindung verbunden haben, die dazu führt, dass wir darüber den schnellsten Weg organisiert haben, mit der man selber erfahren kann, ob man ein positives Laborergebnis hat und über das man dann andere warnen kann. Und das ist für die Relevanz solcher Warnungen von allergrößter Bedeutung. Denn nur wenn man in den ersten Tagen seiner eigenen Infektion davon erfährt, noch bevor man Symptome entwickelt, ist ja diese Warnung auch effektiv und man kann sich entsprechend darauf einstellen. Die Zahl von 18 Millionen Downloads ist außerordentlich viel. Wenn man alle anderen europäischen Corona-Warn-Apps zusammennimmt, kommen sie annähernd auf eine ähnliche Größenordnung. Aber Deutschland ist mit weitem Abstand die App, die am meisten genutzt wird. Und sie erfreut sich auch internationaler Beliebtheit. Über 400.000 Nutzer haben sie in ausländischen App-Stores heruntergeladen, um dann sie in Deutschland nutzen zu können. Und auch der europäische Gateway ist ja auf dem Weg, dass wir auch dort die europäischen Apps miteinander vernetzen können. Insofern, glaube ich, ist es eine große Erfolgsgeschichte. Mittlerweile wurden mehr als 1,2 Millionen Testergebnisse über die angebundenen Labore übertragen und fast 5.000 Nutzerinnen und Nutzer haben ihre Kontakte über die App gewarnt. Das zeigt, die Corona-Warn-App wirkt, sie ist nachgefragt, sie funktioniert, sie hilft, Infektionen zu vermeiden und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit. Wir haben sie auch beständig besser gemacht und vor allem die Teams bei der Telekom und SAP sie beständig besser gemacht. Herr Gebraun hat schon darauf hingewiesen, eine neue App bedeutet immer auch, dass man immer wieder was erkennt und sieht, was noch besser geht im Tagesbetrieb oder auch ganz praktisch technisch. Und daran wird weiter gearbeitet. Ich möchte einfach alle App-Nutzerinnen und Nutzer aufrufen, bitte nutzen Sie dieses Werkzeug in der Pandemie auch, informieren Sie die Kontakte und, das ist wichtig, die Kontakte werden nicht informiert, wer sie informiert. Also Sie können Ihre Kontakte informieren darüber, dass Sie positiv getestet sind, dass diese Kontakte sich im Zweifel auch testen lassen sollen und aufpassen sollen im Alltag, ohne dass Sie mitteilen würden dadurch, wer Sie sind. Und das ist für uns nochmal eine ganz wichtige Botschaft nach diesen 100 Tagen. Ich app mit, das ist der Slogan der Regierungskampagne, aber mit appen heißt eben nicht nur die App runterladen, sondern mit appen, mitmachen, heißt hier eben auch dann die Kontakte informieren. Und wir haben auch gezeigt, dass eine Open-Source-Entwicklung möglich ist, etwas, was bei einem Projekt von dieser Größe bis vor kurzem noch nicht so möglich erschien. Deswegen bin ich persönlich über das Produkt, aber auch über den Weg sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass wir diesen Spirit und diesen Mut, den wir da an den Tag gelegt haben, natürlich auch bei anderen Digitalprojekten an den Tag legen können. Und ja, es erfordert Mut. Warum hört sich das Wort Mut so groß an? Weil natürlich, ist es angesprochen worden von den Kollegen, so ein Softwareprojekt dauernd auch verbessert werden muss, weil es eigentlich nie fertig ist. Und weil man sich natürlich dann auch bei jeder Fehlermeldung den Fragen stellen muss. Und das wollen wir auch. Die App zeigt aber ganz deutlich, dass wir es können, weil wir auch sehen, wie viel deutsches Know-how in der Bluetooth-Abstandsmessung steckt. Und dieses Know-how ist auch etwas, von dem alle profitieren. Und deswegen ist die App aber nicht nur ein reines, positives Digitalisierungsprojekt,
sondern für mich ist es auch ein positives Projekt. Das zeigt, dass wir auch sehr schnell gute und aktuelle Forschung auf die Straße bekommen können. Ich richte mich auch nochmal an diejenigen, die sich bis jetzt noch nicht sicher waren, ob so eine App tatsächlich sinnvoll ist oder nicht. Das Besondere bei dem Tool ist, dass die Technik funktioniert. Und dass es funktioniert, haben wir selber in der Hand. Und je mehr es runterladen und je mehr auch so eine Infektionsmeldung anonym teilen, desto besser können auch diese Infektionsketten durchbrochen werden. Für mich ist die Nutzung der App auch ein Liebesbeweis an alle, um die sie sich sorgen, um ihre Großeltern, um ihre Kinder, um ihre Nachbarn, um vielleicht eine erkrankte Tante.